Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Dienstag, der 2. Juli 2024. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, heute steht Merkur im Fokus des heutigen Tages, denn Merkur, der Sonnenbegleiter, der für das Denken, die Kommunikation steht, also wichtige Bereiche in unserem Leben. Dieser Merkur wechselt heute das Zeichen. Er wird nämlich heute um 14:50 Uhr aus dem Krebs in den Löwen wechseln. Ja, und so ein Wechsel des Merkur, ein Wechsel eines Planeten oder eines Faktors von einem Zeichen in das andere, das bringt immer eine gewisse Verwirrung mit sich, weil man ist nicht mehr im Alten, man ist noch nicht im Neuen. Das heißt, alle Merkur-Themen heute könnten etwas schwieriger sein. Also deswegen heute vorsichtig mit Verträgen, mit wichtigen Gesprächen oder Abschlüssen, auch mit inneren Entscheidungen. Also der innere Dialog sollte nicht immer ganz ernst genommen werden. Bevor Merkur aber in den Löwen wechselt, macht er noch 1353 das Trigon zum Neptun. Das heißt, die Gedanken sind auch nicht ganz klar. Das Denken ist zwar fantasievoll, bildreich, also Imagination funktioniert sicherlich sehr gut oder alles, was so in den Bereich Kunst geht, aber die Klarheit der Gedanken, die Klarheit des Geistes könnte beeinträchtigt sein. Das ist sicherlich morgen dann schon wieder anders, wenn sich Merkur im Löwen gesettelt hat. Ja, mit Merkur im Löwen haben wir den ersten Planeten, der ins Feuerzeichen Löwe wechselt. Venus und Sonne ja noch im Krebs. Und damit bekommt unser Denken sehr viel mehr Energie, der Merkur. Er wird selbstbewusster, aktiver, extrovertierter. Und eben auch, der Löwe ist ja auch ein Zeichen der schöpferischen Kreativität. Das heißt, unser Denken hat die Chance, dann kreativer und schöpferischer zu werden, beziehungsweise können wir dieses dann dafür einsetzen. Auch die Venus spielt eine gewisse Rolle, denn Venus läuft hier in Venus noch im Wasserzeichen, im emotionalen Wasserzeichen Krebs. Und Venus läuft hier ins Trigon zu Saturn. Dieser Aspekt ist am frühen Mittwochmorgen exakt, läuft also heute darauf zu. Das bedeutet auch im Grunde einen harmonischen Aspekt, was eine gewisse Stabilität in Venus-Themen anzeigen kann, beispielsweise im Bereich Werte, Finanzen, aber auch Beziehungen. Andererseits ist Saturn ja vor kurzer Zeit rückläufig geworden, hier in den Fischen. Ja, auch der Lebensbetriebsprüfer. Das bedeutet, auf eine nicht herausfordernde Art und Weise, aber dennoch werden Venus-Themen heute in diesen Tagen geprüft. Also Beziehungen und Werte stehen so ein wenig auf dem Prüfstand, ob sie denn auch Bestand haben. Mit Venus-Saturn, immer wenn Saturn angesprochen ist, ist es immer ein bisschen leichter hier im Trigon, vielleicht auch an Themen oder Dinge heranzugehen, die wir eher vor uns herschieben. Da finden wir vielleicht die Motivation, da heranzugehen. Venus-Saturn kann auch so eine gewisse Freude am Sortieren, am Aussortieren, am Ordnen mit sich bringen. Ja, und Merkur, nochmal zurück zu Merkur. Merkur wird nach seinem Eintritt in den Löwen dann hier gleich in die Opposition zum Pluto laufen. Das wird auch am Mittwoch, also morgen früh sein. Also Merkur erst in Kontakt zu Neptun, dann der Wechsel in den Löwen und dann die Opposition zum Pluto. Und wie gesagt, die ist morgen am Mittwoch, morgen exakt. Und das bedeutet auch natürlich, wir müssen uns ein bisschen dafür hüten, in negative Gedanken zu verfallen. Auch bei der Opposition immer ein Thema Projektion. Das heißt, das, was ich nicht gut finde, wo ich vielleicht nicht mit klarkomme, was mir Rätsel aufgibt, all das möchte ich gerne auf andere projizieren. Ich möchte nicht den eigenen Schatten mir so gerne ansehen, sondern sehe lieber den von anderen. Andererseits eine durchaus brillante Konstellation, um Dinge zu analysieren, Dinge auf den Grund zu gehen, herauszufinden, was die Ursache bestimmter Wirkung ist. Also auch hier gilt es, wie bei allen Konstellationen, vom Opfer zum Gestalter zu werden. Nicht der Opfer von negativen Gedanken sein, sondern wenn die Gedanken schon in die Tiefe gehen und sich vielleicht auch mit Schattenthemen oder Ähnlichem beschäftigen, dann wenigstens
diese Energie für mich aktiv nutzen und vielleicht bestimmte Dinge herausfinden, die mir auf der Seele liegen oder mit denen ich zu tun habe viel. Ja, der Mond als Tagesanzeige der Energien. Wir laufen ja schon jetzt auf den Neumond zu. Am Sonnabend, in der Nacht zum Sonnabend ist Neumond im Krebs. Damit werde ich mich diese Woche natürlich noch intensiver beschäftigen. Oder ihr hört schon mal im Juli Monatshoroskop rein. Und heute um 17.50 Uhr wird der Mond in die Zwillinge wechseln. Das heißt, er ist bis dahin noch im Stier. Das Problem beim Mond im Stier, der ja viele positive Eigenschaften hat, wie dass er uns mehr in den natürlichen Rhythmus führt, dass er überhaupt uns mehr mit der Natur und dem Natürlichen verbindet, dass hier die gute Möglichkeit besteht, am Selbstwert zu arbeiten, hat der Mond im Stier als sinnlichem Zeichen durchaus die Angewohnheit, alles, was ihm gefällt, sich einverleiben zu wollen. Na, da ist also immer die Gefahr, dass man zu viel von dem, was man lecker und gut findet, zu sich nimmt. Diese Energie wird sich dann ändern heute zum frühen Abend hin. Wie gesagt, der Wechsel des Mondes in die Zwillinge um 17.50 Uhr. Und dann ist der Mond im Zwilling bis zum späten Donnerstagabend. Dann geht es in den Krebs, dann kommt die ganz intensive Neumondphase. Und in der Zeit mit den Zwillingen, also ab heute Abend, dann wird die Energie weniger erdig, sondern luftiger. Der Mond im Zwilling möchte viel unternehmen, möchte viel erfahren, möchte viel wissen, möchte sich viel austauschen, in die Kommunikation gehen, kleinere Reisen, kleinere Bewegungen, aber auch ein bisschen ein emotionales Hin und Her im Zwilling. Das kann also, wo im Stier die Dinge relativ klar und eindeutig sind mit dem Mond, es ist im Zwilling immer beide Seiten, ja und nein, losgehen, zu Hause bleiben, Kontakt, lieber alleine sein, Entscheidungsproblematiken, aber auch mit Mond im Zwilling die große Neugier, Interesse an geistigen Dingen, an verschiedenen, an Menschen, an Situationen, also die Möglichkeit darüber zu reflektieren, sich auszutauschen, eine gewisse Lebendigkeit und Beweglichkeit und Offenheit, bringt der Mond in dem Zwilling in der Regel mit sich. So die Konstellation. Morgen am Mittwoch gibt es wieder ein Tageshoroskop und dann wollen wir schon mal einen ersten intensiven Blick auf den Neumond werfen, der uns bevorsteht. Die Zeit vorm Neumond, ja immer eine Zeit, wo immer mehr auch das Unbewusste, also die Dinge, die wir normalerweise nicht so wahrnehmen, immer mehr auch ins Bewusstsein hochspult, wo wir also immer mehr auch mit diesen Dingen konfrontiert sind, aber auch die Möglichkeit haben, damit zu arbeiten. Alles Liebe für euch, freue mich, euch morgen wieder zu sehen. Bis dahin und tschüss.